Hallo und herzlich willkommen beim Basteln mit Doro. Ich bin Doro von www.dorostempelt.com und möchte mit euch heute eine Verpackung machen, die so aussieht. Ich habe sogar schon zwei Exemplare davon. Ich hoffe, sie sind im Bild. Und verpackt habe ich eine Prinzenrolle Pocket. Verwendet habe ich das neue DSP aus dem Block Kunterbunt. Und ich hatte euch ja versprochen, ich mache auf jeden Fall ein Projekt mit dem Herz von den Zinnlitz Grüße voller Sonnenschein. Und hier ist das Projekt. So, das heißt, wir fangen jetzt einfach an. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Und zwar braucht ihr Flüsterweiß gleich zum Stempeln. Einmal Jeansblau in den Maßen 3 cm mal 11,6 cm. Dann habe ich den Cardstock in Savanne in den Maßen, hier steht es, 26,5 mal 21 cm. Dann kommt DSP 2 Stücke in den Maßen 3,2 mal 7,5. Dreimal 3,5 mal 11,6 und ein großes Stück 7,5 mal 11,6. Das habe ich mir jetzt schon zurechtgeschnitten und lege es auf Seite. Und ich nutze als Stempelset Grüße voller Sonnenschein mit den passenden Zinnlets. Aber auch das habe ich schon vorbereitet. Das Herz habe ich schon ausgestanzt mit der Big Shot, damit es im Endeffekt tatsächlich etwas schneller geht. Das heißt, wir müssen jetzt nur falzen. Ich nehme mir also den Papierschneider und klappe auch schon mal aus, weil wir gleich ausklappen müssen. So, dann nehmen wir uns die kurze Seite und falzen bei 1. Ihr werdet gleich sehen, warum. Schön im Endeffekt hier auf die längere Seite anlegen. Ich hoffe auch, dass ich tatsächlich im Bild bin. Ich habe die Kamera neu justiert und neu hingestellt. Ich bin also ganz gespannt, was draus wird. So, dann habe ich mir ja, wie ihr gesehen habt, das Blatt um, ich glaube, das sind da 90 Grad, nicht wahr, gedreht. Lege wieder an bei 4,5. So, und jetzt müsstet ihr eigentlich weiter zu 16,5. Das ist hier sozusagen in der Mitte. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr folgenden Trick anwenden. Ihr nehmt das Papier, dreht es so herum. Jetzt war ich ein bisschen durcheinander. Legt es wieder bei 1 an, also sprich mit der noch nicht gefalzten Seite. Falzt bei 1, dreht es euch wieder um 90 Grad und legt es bei 4,5 an. Das funktioniert bei den Maßen hier, weil ich in der Mitte 12 cm brauche. Und wenn man das so anlegt, sieht man, dass tatsächlich die 12 cm eingehalten sind. So, dann nehmen wir jetzt die lange Seite und falzen bei 3,5. Schön gerade anlegen. Bei 11,5. Bei 15. Und bei 23. Ich habe die Verpackung wieder nicht ganz so stramm konzipiert. Die Grundfläche muss 12 cm mal 8 cm sein. Deswegen die Maße für diese Pizzaschachtel. So, den Papierschneider können wir jetzt weglegen. Den brauchen wir jetzt in dem Video tatsächlich auch nicht mehr. Und jetzt fangen wir zuerst einmal an nachzufalzen, bevor wir schneiden. Und ich falze jetzt erstmal nur die sozusagen kurze Seite nach, weil ich das einfacher finde, gleich dann die lange Seite zu
falten, wenn wir geschnitten haben. Ich finde so diese lange Seite am Stück zu falzen, das finde ich schon etwas schwerer. So, und jetzt schneiden wir. So, ihr müsst euch im Vorfeld klar sein, was wird mein Boden, was wird mein Deckel. Von der Größe her ist es egal. Wir haben also keine zwei unterschiedlichen Größen. Man muss sich nur im Vorfeld überlegen, was mache ich wohin. So, was aber auf jeden Fall wegkommt, ist hier dieses kleine Rechteck. Ich hoffe, ihr seht das jetzt gerade. Aber ich glaube gleich, wenn ich alles gezeigt habe, wie es ist, dann wisst ihr, wie ich geschnitten habe. So, und hier schneiden wir dann jetzt ein. Mal, das wird eine Klebelasche. Jetzt schneiden wir hier ein. Und wir schneiden nochmal ein. Das heißt, wir fertigen jetzt unsere Klebelaschen. Hier können wir auch diesen 1 cm, den wir gefalzt haben, wegschneiden. Den brauchen wir nicht. So groß muss unsere Klebelasche gar nicht sein. So, wir wechseln und machen das Gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Ich schräge gleich auch ein. Ich wollte euch jetzt nur erstmal zeigen, was wir wegschneiden, damit das einfacher ist zu verstehen. Wenn man so eine Pizzaschachtel schon häufiger gemacht hat, dann ist das kein Thema. Dann könnt ihr mehrere Arbeitsschritte sozusagen in einem machen. Aber ich persönlich finde, wenn man das so noch nicht gemacht hat oder nicht so häufig gemacht hat, dann ist es angenehmer, wenn man erstmal sich die Grundform zurechtschneidet und dann anfängt einzuschneiden. So, jetzt mache ich hier für die Klebelaschen unsere obligatorischen Ecken. Schräge also an, damit man besser kleben kann später. So. Ja, will nicht. Hilfe. Muss ich gleich mal gucken. Und hier wird auch angeschrägt, weil das ja auch Klebelaschen sind. Ja. Oh Gott. Ich habe es heute auch nicht hundertprozentig, wie ihr merkt. Ich kann euch aber auch nicht sagen, woran das liegt. Doch, mein Sohn war eigentlich auf Landschulfahrt. Gestern bekam ich dann den Anruf von der Lehrerin. Wir müssten ihn abholen kommen. Er habe Durchfall. Das heißt, ich bin gestern relativ spät gestartet und habe ihn abgeholt. Heißt natürlich erstens, ich bin jetzt ziemlich müde, das gebe ich zu. Zweitens liegt er unten und schläft. Aber das macht es halt im Moment so ein bisschen für mich wibbelig. So, nun habe ich mich entschlossen, dass das hier der Boden wird. Das heißt, das wird der Deckel. So, und am Deckel brauchen wir einiges nicht. Nämlich, wir brauchen diese beiden Laschen nicht. Das heißt, wir schneiden jetzt hier genau diese Laschen vorsichtig weg und möglichst gerade. Das könnt ihr auch mit dem Papierschneider machen. Manchmal mache ich das auch mit dem Papier, also ich mache es eigentlich durch die Bank mit dem Papierschneider, obwohl ich hier diese große Schere von Stamping Up dafür wirklich genial finde. Als ich sie noch nicht hatte, habe ich es immer mit dem Papierschneider gemacht, um gerade Schnitte zu bekommen. Aber diese Schere ist genial für gerade Schnitte und ich bin echt traurig und eigentlich auch erstaunt, dass Stamping Up diese Schere herausgenommen hat aus dem Sortiment. Aber gut, es ist, wie es ist. So, jetzt knicken wir uns unsere Falzlinien und zwar auch hier diese 1 cm nicht vergessen. Die brauchen wir gleich. Hier hatte ich eben, glaube ich, schon ein bisschen gefalzt. So, jetzt habe ich einen Krümel in der... Entschuldigt, Mensch. Aber das ist das Leben. So. Und noch eine Falz. So, jetzt drehe ich mir das um. Weil jetzt fange ich schon an zu dekorieren. Ich finde es nämlich einfacher zu dekorieren, wenn
die Schachtel noch nicht zusammengebaut ist, als wenn sie zusammengebaut ist. Das finde ich dann einfach schwerer. So, wir müssen jetzt aufpassen. Wir möchten ja nur den Deckel verzieren. Also ich habe mich diesmal für Smaragdgrün entschieden. Ich meine, ich finde dieses Muster auch toll. Ganz ehrlich, habe ich euch den Block überhaupt schon gezeigt? Den Block Kuntermund. Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich gedacht so, aber ich habe mich richtig in diesen Block verliebt. Da sind so tolle Muster drin und die Farben genial. Und ich glaube, dieser Block wird mein Lieblingsblock. Und ihr seht, ich habe schon das ein oder andere damit jetzt tatsächlich gemacht. Und ja, ich bin immer wieder am Rätseln, welches Muster nimmst du jetzt? Am liebsten würdest du ja alle Muster nehmen. Nein, Spaß beiseite. Hier runde ich jetzt die Ecken ab mit meinem Eckenabrunder. Ich und mein Eckenabrunder, ja. Der ein oder andere weiß bestimmt schon, dass das durchaus schon mal problematisch sein kann, dass diese Ecke dann nicht so möchte, nicht so weg möchte, wie ich, dass sie möchte, dass sie weg. Irgendwas mache ich mal. Ja. Ich hoffe, dass jetzt der Vorführeffekt nicht genau das zeigt, was ich meine. So. Aber zumindest die Ecken sind schon mal abgerundet. So, jetzt haben wir ja 3 mal 3,2 mal 11,6 und das sind genau diese 3. Moment, jetzt rutsche ich wieder nach oben, damit ihr was seht. Das heißt, hier bei dem letzten runde ich auch noch die Ecken ab. Seht ihr das? Also sollte jemandem tatsächlich ein Fehler auffallen, warum bei mir die Ecken nicht immer so abgerundet werden, wie ich mir das persönlich vorstelle, bitte melden. Ist kein Thema. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Wir basteln ja alle miteinander. Deswegen fände ich das schon toll. Dann wären wir damit jetzt erstmal mit dem ersten Dekorieren fertig. Und da wir ja die Klebelaschen nach innen kleben, nein, wir machen jetzt zuerst noch etwas. Und zwar, das werden die Halterungen für die Innensstecktasche. Ich kann euch das besser hier dran zeigen. Und zwar seht ihr ja hier, ne, habe ich die Laschen gemacht, damit der Verschluss sozusagen auch innen bleibt. So, und das heißt, ich schräge jetzt hier diese erstmal nur ganz leicht an. Und man sollte tatsächlich nicht zu viel machen am Anfang. Also lieber ein bisschen vorsichtiger zurückschneiden. Es kann sogar sein, dass ich jetzt schon eine Idee zu viel geschnitten habe. Weil dann kann es passieren, dass der Deckel nach oben rutscht. Wenn das so ist, okay, dann kann man es im Zweifel nicht ändern, aber ihr solltet es tatsächlich nach und nach machen, in kleineren Schritten, lieber zu wenig als zu viel abschneiden, dann seid ihr sicher, dass der Deckel hält. So, jetzt mache ich unser selbst doppelseitiges Klebeband auf die Klebelaschen. Ich habe es wieder.
wird wieder geklebt. Und zwar, wie man so Boxen zusammenklebt, immer schön Ecke auf Ecke. Hoffentlich gelingt mir das jetzt von der... Doch, ich glaube ja. Und wieder. Ecke auf Ecke. Und nochmal. Na? Ecke auf Ecke. Und hier nochmal Ecke auf Ecke. So, und jetzt, damit man schön das anzieht, damit es schön fest wird, wieder mit dem Falzbeil innen reingehen und die Klebelaschen andrücken. So, fertig ist die Box. Und dann schauen wir mal, hält sie schon? Ja, das ist gut. Ich habe also nicht zu viel und nicht zu wenig abgeschnitten. Ich habe aber was vergessen. Haha, ich habe was vergessen. Und zwar das Eingriffloch. Ja, so. Das heißt, normalerweise geht ihr hin und sucht euch die Mitte. Das mache ich jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen einigermaßen. Markiert euch die mit dem Bleistift. Hier ist ungefähr die Mitte. Dann nehme ich die 1 Zoll Kreisstanze, lege diese an, suche also sozusagen da auch dann ungefähr, ja, ich versuche auf jeden Fall die Mitte zu treffen und mache mir dort ein Zack, Eingriffsloch rein. Jetzt habe ich da leider, weil ich das zu spät gemacht habe und zuerst geklebt habe, nicht den schönen Rand. Aber ich denke, es fällt gar nicht so auf, weil ja das DSP sozusagen fast auch vom Muster her richtig passt. Also insoweit alles gut. Also macht es besser vorher, bevor ihr das zusammengeklebt habt. Das ist einfacher. So, und jetzt geht es aber an die Deko. Aber auch, ne? Mir passieren diese Fehler immer wieder mal. Es ist aber glücklicherweise ja nichts, was man nicht ausbessern kann. Das heißt, ich nehme jetzt das Stückchen Jeansblau. Ich wollte ja auf jeden Fall in neuen Farben arbeiten. Ich finde diese neuen Farben einfach wunderschön. So, dann suche ich mir ja das untere Drittel ungefähr, da wo es mir halt gefällt, und klebe es dort fest. So, Nummer 1. Jetzt geht's ans Stempeln. Und zwar habe ich mir Stempel aus dem Set Grüße voller Sonnenschein ausgesucht. Das habe ich euch ja, glaube ich, schon das letzte Mal etwas näher vorgestellt. Heute möchte ich den Spruch stempeln, du bist mein Sonnenschein. So, ich stempel in Pfirsich pur. Und ich versuche jetzt erstmal... Ach nein, 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 falsche Reihenfolge, falsche... Oh, jetzt bin ich aber durcheinander. Das Eingriffloch hat mich durcheinander gebracht. Ich stanze mir zuerst mit der 2 Zoll Stanze, Kreisstanze, 2 Zoll Kreisstanze, einen Kreis aus. Ich glaube, diese 2 Zoll Kreisstanze gibt es nicht mehr. Also solltet ihr sie tatsächlich nicht mehr haben, müsst ihr gucken, ob ihr eine Alternative unter den Kreisframelets findet. So, jetzt habe ich mir Pfirsich pur genommen und habe es dreimal abgestempelt. Stempeln, weil ich möchte, dass das wirklich nicht so stark ist. So, und das habe ich sogar, glaube ich, erst viermal abgestempelt. So, und jetzt kommt nämlich, jetzt bin ich, ich bin durcheinander. Ich habe schon etwas vorbereitet, nämlich das Herz. Ich habe das Herz ausgestanzt. Das sieht so aus von innen, ne? Wenn es aus der Big Shot kommt. So, jetzt nehme ich mir meine Bürste und bürste, damit sich das Herz richtig gut löst und auch die Stüppelchen, die nicht hingehören, sich lösen. Und so sieht das Herz ausgestanzt aus. Also ich finde die Idee toll. Dieses verwickelte Herz, also eins meiner heimlichen Favorites, gebe ich zu. So.
das kommt jetzt hier so in die Mitte. Und dort hinein stempel ich jetzt, du bist mein. So, jetzt erstmal testen, ob das gerade aufgeklebt ist. Ja. Und jetzt gucke ich ungefähr, wo es hin muss. Teste auch nochmal, ob die Schrift richtig von mir aufgesetzt wird. Und Stempel. Ha, sehr gut. So kleine Erfolgserlebnisse tun irgendwie immer gut. Wie geht euch das beim Basteln? Ich weiß übrigens, was ich mir nicht zurechtgelegt habe. Die Lack. Die Lackakzente. Ja. Und ich stehe mit meinem Präzisionskleber noch ein bisschen auf Kriegsfuß. Habe ich euch berichtet, dass ich den Präzisionskleber habe? Ich habe ihn. So, und jetzt mache ich Präzisionskleber drauf. Auf so ein paar neuralgische, sagt man, glaube ich, ne? Punkte, die auf jeden Fall kleben sollten. Und nicht zu viel, damit es nicht rausquillt. Ein bisschen vielleicht von der Stelle her nicht ganz exakt richtig ist, dann ist es im Endeffekt nicht so schlimm. So, jetzt verschließe ich erstmal wieder meinen Präzisionskleber, damit er mir nicht eintrocknet. So. Und jetzt wird geklebt. Festdrücken, warten, dass er anzieht. Okay, perfekt. So. Jetzt werde ich das Ganze mit Dimensionals aufkleben. Eins. Müssten eigentlich reichen. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, könnt ihr gerne noch einteilen und rechts und links vielleicht machen. Aber ich denke, das wird so reichen. So, dann nehme ich mir die Box, setze mir das so ein bisschen schräg drauf. Ich meine, ich finde schräg immer noch am schönsten. So. Und jetzt habe ich mir ein Fähnchen, also ich werde ein Fähnchen machen. Ich habe mir einen flüsterweißen Streifen geschnitten in den Maßen 1,4. Das, ich sage euch auch gleich warum, weil ich bin ja faul. Das wisst ihr ja. Und ich bin jetzt nicht unbedingt immer diejenige, die aus der Hand wirklich alles super gut macht. Das heißt, ich versuche jetzt in die Mitte den Sonnenschein zu stempeln. Ja, ist ein bisschen schräg geworden. Aber gut, es ist nicht so schlimm, finde ich persönlich. Ihr könnt es gerade machen, wenn ihr das auch richtig dann von der Optik her seht. So, ich nehme mir jetzt die Fähnchenstanze, die es auch nicht mehr gibt. Führe meinen 1,4 breiten Streifen ein und zack, stanze mir mein Fähnchen ab. So, wenn ihr die Fähnchenstanze nicht habt. So, jetzt kommt das, ich mache es euch vor, was ich persönlich aber leider nicht so gut kann. So, eben ist mir irgendwie die Kamera weggegangen und ich habe es nicht gesehen. Mein Fähnchen ist schon fertig. Ihr habt noch gesehen, wie ich die eine Ecke mit der Fähnchenstanze gemacht habe. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das machen könnt ohne die Fähnchenstanze. Und zwar schneidet ihr in die Mitte ein. Und dann von rechts und von links. Es war jetzt genau umgekehrt. Ich und meine Richtung. In die Mitte und seht ihr, da habe ich immer so leichte Probleme mit. Und so könnt ihr aus der Hand ein Fähnchen gestalten. So, hier seht ihr das fertige Fähnchen. Das klebe ich jetzt mit einem Glue-Dot fest. So. So.
Dann habe ich Lackakzente in zarte Pflaume aufgetragen, weil das fehlte, finde ich, noch in der Kombination. Was ihr machen könnt, was ich hier bei dieser Verpackung gemacht habe, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe mit dem Wink of Stella so ein bisschen gespritzt, indem ich immer, Moment, ich hole ihn mal, und zwar mit dem klaren Wink of Stella. So, über die Verpackung so ein bisschen gespritzt habe. Das gibt nur minimale, richtig minimale Glitzereffekte. Mir persönlich gefällt das eigentlich ganz gut, weil es wirklich nur ganz, ganz minimal glitzert und teilweise sieht man es nur, wenn es trocken ist. Da kommt mal ein bisschen was, damit ihr es seht, versuche ich jetzt mal ein bisschen was Stärkeres zu machen. Na, das könnte man so ein bisschen noch sprenkeln. So. Das müsstet ihr jetzt im Video auch sehen, was ich meine. Hier bei der Verpackung habe ich es wirklich nur ganz minimal aufgetragen. Gefällt mir persönlich besser als das, sage ich jetzt etwas deutlichere, aber im Video könnt ihr das ja sonst gar nicht sehen. Na, das ist noch eine Idee, das Ganze so ein bisschen zum Glitzern zu bringen. Die Verpackung ist damit fertig. Die Prinzenrolle Pocket verpackt. So sehen meine drei Exemplare aus. Ich hoffe, so. Ihr findet diese Verpackung schön. Es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen, wie ich sie gemacht habe, trotz des kleinen Fehlers jetzt im Video beim letzten Drittel, was ich eigentlich sehr schade finde. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Gefällt mir hier auf YouTube geben würdet oder auf meinem Blog, der da lautet www.dorostempelt.com. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dort auf dem Blog besuchen würdet. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit mir bastelt. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss, Doro.